Hi, hallo. Wir haben hier ein Dot-Painting und ich zeige euch gleich, wie man das macht. Ein Dot-Painting ist ein Bild, wie es seit Jahrtausenden die Aborigines in Australien machen. Die Aborigines sind da die Ureinwohner. Die malen mit Erdfarben und mit Ruß und dergleichen, malen die solche Bilder dort an Höhlenwände. Es ist relativ einfach, braucht ein bisschen Geduld und man kann ganz, ganz tolle Effekte erzielen. Wie ich dieses Bild gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Okay, für unser Dot Painting brauchen wir einen Keilrahmen. Größe nicht so wichtig, kommt darauf an, was ihr machen wollt. Wir brauchen Acrylfarben oder andere Farben. Bei den Acrylfarben ist wichtig, dass sie deckend sind, die meisten, dann erzielt ihr die besten Effekte. Wir brauchen einen Naturschwamm, wenn möglich, oder einen Schwamm mit einer ähnlichen Struktur. Wir brauchen möglicherweise Pinsel. Unterschiedlich dünn, je nachdem, was ihr machen wollt. Und wir brauchen Q-Tips oder Ohrstäbchen, kennt ihr wahrscheinlich. Die bräuchten wir für die Punkte. Alternativ geht natürlich auch mit Fingern. Dann achtet darauf, dass die Farben gut abgehen und auf gar keinen Fall irgendwie giftig sind. Und wir brauchen noch möglichst alte Klamotten, es sei denn, ihr habt vor, euch auf gar keinen Fall zu verkleckern. Für Profis gilt das nicht, keine alten Klamotten. Aber jeder, der weiß, beim Malen geht auch mal was daneben. Zieht euch besser was Altes an. Fangen wir einfach mal an. Die Leinwand wird als erstes sehr, sehr gut mit dem Schwamm angefeuchtet. Ihr könnt hierzu auch ein Tuch nehmen oder so, macht sie gut feucht. Jetzt wird auf die noch feuchte Leinwand die Hintergrundfarbe aufgebracht. Hier empfehle ich eine etwas hellere Farbe, das heißt Naturfarben, so ein bisschen versucht hinzukriegen. Braun, Ockerfarben, man kann Gelb nehmen, rötliche Töne, Schwarz, Weiß, Dunkelbraun. Aber keine so effektvollen Farben, die irgendwie schillernd sind. Das wollte ich nicht. Kann man aber natürlich machen. Man kann ein ganz buntes, verrücktes Dot-Painting schaffen. So, jetzt nehmen wir für den Hintergrund die etwas hellere Braunton, den ich mir gerade gemischt habe. Und nehme den Schwamm und streife das von oben nach unten oder von der einen zur anderen Seite. Ich finde hierbei sehr schön, dass es so ein wenig eine Holzmaserung bekommt. Das ist ein recht hübscher Effekt. Bei manchen Bildern ist er besser zu sehen, bei anderen schlechter. Man kann sich Zeit lassen, mit dem Schwamm immer wieder drüber gehen, bis es so ist, wie man es gerne haben möchte. Überhaupt beim Malen, das gilt auch für unser Dot Painting, ist es immer gut, wenn man es nicht unter Stress macht. Ganz mit Ruhe und auch mal Pausen macht. Apropos Pause, nachdem wir den Hintergrund aufgebracht haben, machen wir eine Pause, weil es muss trocknen. Der nächste Schritt wäre dann mit unserem Schwamm, den wir anfeuchten, eine in dem Fall dunkle Farbe aufzutupfen. Es macht Sinn, eine etwas dunklere Farbe zu nehmen, damit der Effekt recht schön ist. Man kann es aber auch versuchen mit einer etwas helleren, deckenden Farbe. Ihr müsst euch nicht an die Vorgaben, die ich hier gerade erzähle, halten. Ihr könnt wirklich machen, was ihr wollt, experimentiert rum. Es ist nur ein Beispiel, wie ich das hier mache. Das ist mir ganz wichtig, mal zu betonen. So, wir tupfen mit dem Schwamm auf. Wenn ihr öfter auf die gleiche Stelle tupft, wird die Farbe logischerweise sehr, sehr dicht und dann auch dunkler und intensiv. Macht ihr das nicht, habt ihr mehr so die Schwammmaserung, was sehr, sehr schön ist. Ich empfehle euch, den Schwamm hier und da auch mal zu drehen, sonst bekommt ihr ein Muster. Wenn ihr das Muster wünscht, dann haltet den Schwamm so, wie ihr ihn habt und tut auch immer im selben Winkel tupfen. Ich selbst drehe ihn gerne, damit das ein bisschen verwirrender aussieht. Aber experimentiert rum. Also nachdem ihr die Farbe mit dem Schwamm aufgetragen habt und zufrieden seid, lasst das bitte auch wieder abtrocknen. Wenn die Schwammfläche trocken ist, die ihr getupft habt, dann kommt es zu einem Rand. Ich mache immer gerne einen Rand, damit das ein bisschen schön aussieht. Der Übergang von diesem Getupften zu der Hintergrundfarbe, die wie eine Holzmaserung aussieht, was einen ganz speziellen anderen Effekt eben erzielt. Hier tue ich meistens so vielleicht einen Zentimeter breit einen Rand mit Pinsel streichen. Auch hier, klar, deckende Farbe macht Sinn. Sonst könnt ihr sich mal drüber gehen oder der Effekt wird so nicht erzielt. Wenn ihr diesen Rand fertig habt, lasst es auch wieder trocknen. Und jetzt könnt ihr mit den Ohrstäbchen, Q-Tip oder wie auch immer die Dinger nennt, die Punkte auftragen. Wie gesagt, ich mache das mit einem Q-Tip. Es macht aber auch riesen Spaß, das mit den Fingern zu machen. Ich empfehle es mal jedem auszuprobieren. Ihr müsst auch keine Acrylfarben nehmen, wenn ihr denkt, die gehen ja auch schlecht ab.
Ihr könnt es auch mal mit Handschuhen probieren. Ich glaube, mit Handschuhen wird es schwierig, mit Einweghandschuhen. Deswegen würde es auch Sinn machen, vielleicht mit Plackerfarben es mal zu probieren oder mit anderen Farben, die sich gut abwaschen lassen und wie gesagt auch nicht in irgendeiner Art und Weise giftig sind. Die Punkte, das ist so ein bisschen eine Geduldssache. Ich mache immer leichte Abstände. Ich punkte rein. Man kann auch doppelte Reihen nehmen. Das heißt, man könnte jetzt mit einer braunen Farbe oder mit einer anderen zwei Reihen nebeneinander machen und dann eine andere Farbe nehmen und wieder zwei Reihen. Je nachdem, wie groß der Hintergrund ist, sieht sowas auch mal ganz irre aus. Ihr könnt auch um Punkte rum Punkte machen oder ihr könnt einzelne Tiere stilisiert aufmalen. Also ich habe jetzt Tiere, die es in Australien gibt, zum Beispiel eine Schildkröte oder ein Varan. Den kann man auch mit Linien umrunden und dann auch da Punkte drum machen. Die Punkte laufen auch manchmal vom Rand in irgendwelche anderen Muster rein. Das gibt sehr, sehr schöne Effekte. Manchmal ist weniger mehr. Haltet gelegentlich mal inne, wenn ihr mit irgendeinem Handlungsschritt fertig seid, mit irgendwas, was ihr gerade gemacht habt, und guckt es euch mal an. Manchmal macht es auch Sinn, dass man frühzeitig aufhört und sagt, das sieht jetzt so perfekt aus, ich mache gar nicht mehr weiter. Dann lasst es so. Ihr könnt auch irgendwann noch mal weiter dran arbeiten, je nachdem, wie es euch gefällt. Hier ist unser fertiges Bild. So sieht's aus. Es ist ein bisschen einfach, aber hat einen schönen Effekt. Man könnte das jetzt natürlich noch erweitern, indem man vielleicht hier und hier noch andere Muster reinbringt oder kleine Tiere reinmalt. Ich zeige euch jetzt mal fertige Bilder, die ich vor langem mal gemalt habe. Hier sieht man, wenn man genau hinguckt, zwei Schlangen. Und dann gibt es einzelne Felder und Muster, die überlaufen. Hier wieder so eine getupfte Fläche. Also so kann es auch aussehen. Da kann man ganz kreativ vollmalen, wie man will. Es sieht ganz skurril aus. Hier haben wir eins, wo ein bisschen geordneter aussieht und noch eins, ähnlich, gleiche Farben. Das ist ein bisschen schwerer, weil hier sind dann Tiere mit feinen Linien gemalt. Da muss man schon wirklich eine ruhige Hand haben. Aber wer Lust hat, kann sich natürlich auch an sowas ausprobieren. Einfach mal malen. Ihr könnt uns gerne eure fertigen Bilder zuschicken, würden wir uns sehr freuen. Okay, bis dann. Ciao. David, das war's für heute, oder? Ja, das war's. Dann kommt ihr. Okay, gut, ich weiß Bescheid. Also bitte tut uns einen Gefallen, schaut euch unter keinen Umständen das hier unten an. Das ist voll der Mist. Aber das hier oben, das ist noch schlimmer. Also auch das, vergesst es einfach, okay? Ja, ansonsten schönen Tag, macht's gut, ciao.